Der Vorgänger war ja mal so, naja, nicht schlecht, aber hatte so einige Schwächen, die auf Dauer nerven konnten. Das Gameplay ist jedoch solide und zeitlos. Wurden diese Fehler hier beseitigt? Wie spielt sich der Nachfolger? Lasst es uns zusammen herausfinden. Was taugt Choplifter 3 für den Gameboy heute noch? Das Spiel erschien 1994 exklusiv bei uns und wurde von Teeny Weeny Games entwickelt und von Ocean bei uns veröffentlicht. Das Spiel basiert dabei auf dem Klassiker aus dem Jahre 1982. Das Grundspielprinzip bleibt natürlich auch in diesem Ableger unangetastet. Ihr fliegt mit einem Helikopter eine Landschaft entlang und eure Aufgabe ist es, Kriegsgefangene zu retten. Das Problem jedoch, der Gegner ist auch da und will euch davon abhalten, indem er euch mit allerlei Geschossen behagt. Aber wie rettet ihr denn die armen Soldaten so eigentlich? Im Prinzip ganz einfach. Ihr landet in ihrer Nähe und schon kommen diese auf euch zugelaufen. In eurem Heli könnt ihr allerdings nur eine recht begrenzte Anzahl von Soldaten aufnehmen und so müsst ihr diese dann immer in eure Basis abladen und dann wieder erneut starten. Dieses müsst ihr tun, während ihr aus allen Richtungen geschossen werdet und ihr auch nicht überall landen könnt. Auf Gebäuden und ähnlichen geht das nämlich nicht, also erwartet euch hier ein Spiel der Marke. Klingt eigentlich ganz einfach, aber ist es natürlich nicht. Im Vergleich zum Vorgänger bürgt dieser Teil so einige Schwächen aus und dort vor allem meinen großen Kritikpunkt beim Vorgänger, die Steuerung. Auch hier müsst ihr euren Helikopter in Schussrichtung in drei Stufen positionieren, sprich nach links, rechts und zur Mitte hin. Während ihr beim Vorgänger das mit dem Steuerkreuz gemacht habt und das sehr fummelig war, macht ihr hier das mit einem normalen Tastendruck. Dadurch ist das Navigieren dann viel, viel einfacher. Dafür ist dann natürlich der Einsatz der einsammelbaren Extrawaffen wie den Bomben dann etwas fummeliger, aber so rum gefällt es mir ehrlich gesagt etwas besser. Die Entwickler schienen das ähnlich gesehen zu haben und machten das Beste aus der begrenzten Knopfanzahl. Eine weitere Schwäche des Vorgängers war das Fehlen einer Lebensenergie. Ihr habt etwas berührt und ihr wart sofort tot. Und das kann sehr schnell natürlich sehr frustrierend sein. Hier wurde zum Glück ein Lebensbalken eingeführt und so könnt ihr schon einmal eine Hauswand rammen, ohne gleich zu sterben. Dadurch fühlt sich das Spiel dann in meinen Augen auch gleich viel angenehmer und flüssiger an, wenn ihr nicht immer sofort von vorne starten müsst. Im Allgemeinen spielt sich dieser Ableger einfach besser als der Vorgänger. Es gibt zwar nicht so viele Änderungen im Vergleich, aber die, die vorhanden sind, sind genau die richtigen. Euer Fortschritt wird dabei wie gewohnt in der Form von Passwörtern festgehalten. Auf der technischen Seite ist das Spiel fast deckungsgleich mit dem Vorgänger, wobei grafisch hier und da etwas mehr an Details eingebaut wurden und es insgesamt etwas hochwertiger wirkt. Es ist ja klar, es liegen ja immerhin 3 Jahre zwischen den Spielen, aber auf der musikalischen Seite sieht es ebenso aus. Passt aber dann mit Sicherheit in keiner Top-Gameboy-Musikliste. Was taugt Choplifter 3 für den Gameboy also heute noch? Der Teil gefällt mir viel besser. Gefühlt hat sich der Entwickler hier einfach den Vorgänger vorgenommen und alle kleinen nervigen Sachen ausgebügelt. Was will man mehr? Wenn ihr Choplifter auf den Gameboy spielen wollt, empfehle ich euch definitiv diesen Teil. Das war der Test zu Choplifter 3 für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.